Der erste FC Kaiserslautern ist so gut wie pleite. Der Absturz tut richtig weh, keine Frage. Hier geht es einfach um den großen Traditionsverein. Ein Gründungsmitglied der Bundesliga, dazu viermal deutscher Meister. Tja, aber seit 20 Jahren geht es Stück für Stück bergab. In der Tabelle und finanziell. Der FCK kickt nur noch in der dritten Liga und die Insolvenz ist Realität. Vier Gründe gibt's für diesen Absturz. Welche das sind, sag ich euch gleich. Jetzt muss auf jeden Fall ein Neustart her. Das kann eine riesengroße Chance sein. Auf den ersten FC Kaiserslautern wartet vielleicht sogar eine goldene Zukunft. Ich weiß, es klingt kurios, ist aber tatsächlich so. Wir haben einiges zu bereden. Los geht's. Starten wir jetzt einfach mal ganz vorne. Zwei erfolgreiche Generationen hatte der FCK. In den 50er Jahren holte man zweimal die Meisterschaft, unter anderem mit Legenden wie Fritz Walter und Horst Eckel. Das toppte der FCK dann in den 90er Jahren, da gelang nämlich ein absolutes Märchen. Als Aufsteiger hielt man 1998 die Schale in der Hand. So etwas gab es davor noch nie und es wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Tja, bei dem Erfolg startete aber das Chaos. Fehler 1, der Größenwahn. Zu schnell wollten die Bosse zu viel. Das Ziel: dauerhaft mit dem FC Bayern auf Augenhöhe sein. Dafür wurde massig Geld ausgegeben, als das kamen. Zum Beispiel Mario Basler, der weit über seinen Zenit hinaus war. Ein fettes Gehalt bekam er, gute Leistungen lieferte Basler aber kaum noch ab. Ein typischer Edelreservist. Mit einem anderen Transfer hat sich der FCK das Grab dann selbst gebuddelt. Und zwar mit Weltmeister Juri Djorkaeff. Er kam von Inter Mailand, sportlich ein riesiger Flop. Beim FCK bekam er angeblich ein richtig fettes Handgeld und zwar steuerfrei. Kein Einzelfall, heißt es. Das Finanzamt hörte das, klopfte an und sagte: Leute, wir wollen Geld. Knapp 9 Millionen Euro musste der Verein nachzahlen und zwar auf einen Schlag. Und jetzt wird's richtig skurril. Ein paar Jahre später kam raus, man hätte deutlich weniger zahlen müssen, nämlich nur 1 Million Euro, weil es einfach keine Beweise für dieses Handgeld gab. Aber das Geld war halt schon weg und man bekam es auch nicht mehr wieder. Das hat dem Geldbeutel des FCK richtig wehgetan. Also kurz gesagt, der FCK hat über die eigenen Verhältnisse gelebt. Zu vielen Leuten wurde zu viel Geld in den Rachen geworfen. Und das war am Ende richtig fatal. Fehler Nummer 2, der Stadionausbau. Das Fritz-Walter-Stadion ist wirklich ein Fußballtempel. Die Westtribüne ist für die Fans heilig, die Stimmung ist dort klasse, aber der Betzenberg frisst seit Jahren extrem viel Geld. Starten wir mal vorne in dieser Story. Die Weltmeisterschaft 2006 fand unter anderem auch in Kaiserslautern statt. Die Region hat davon profitiert, viel Geld ist in die Infrastruktur geflossen, die Stadt hat sich rausgeputzt, die ist schöner geworden. Ja, der Verlierer der Heim-WM ist aber leider der 1. FC Kaiserslautern. Das Fritz-Walter-Stadion musste ausgebaut werden und die Kosten explodierten. Geplant waren 48 Millionen Euro, am Ende lagen die Ausgaben aber bei weit über 70 Millionen Euro. Einen Teil davon hätte eben der Verein zahlen müssen. Tja, finanziell ging es dem FCK zu dem Zeitpunkt schon schlecht, das Konto war leer, damals drohte die Insolvenz und kurz gesagt, man konnte diesen Stadionausbau einfach nicht bezahlen. Die Lösung: Der 1. FC Kaiserslautern verkaufte das Fritz-Walter-Stadion an die Stadt. Kurzfristig war das definitiv eine Hilfe, eine Finanzspritze, aber langfristig eine einzige Katastrophe. Seitdem muss der FCK Pacht zahlen, also so eine Art Miete. In der Bundesliga 3,2 Millionen Euro pro Saison plus die laufenden Kosten. Ein extrem hoher Betrag, der auf den Geldbeutel drückte. Das Budget des Vereins schrumpfte, große Transfers waren so nicht mehr möglich und die Folge: der Abstieg in die zweite Bundesliga. Und da kam dann das nächste Problem. Der 1. FC Kaiserslautern konnte die Miete nicht mehr bezahlen, sie musste also reduziert werden. Seitdem gibt es nur noch Verlierer. Die Stadt macht mit dem Stadion jedes Jahr ein fettes Minus in Millionenhöhe. Dieses Geld fehlt dann an anderen Stellen und der Stadt geht es eh finanziell nicht gut. Und der FCK hat hohe Fixkosten. Der Betzenberg ist also ein Millionengrab. Jeder hofft auf einen neuen Investor beim FCK, der das Stadion kauft. Das wäre tatsächlich der einzige Weg, um dieses riesengroße Problem langfristig zu lösen. Fehler Nummer 3, die Fans wurden verarscht. Ja, ihr wisst, ohne Fans kann ein Fußballclub wie der 1. FC Kaiserslautern nicht überleben. 17.500 Mitglieder hat der Verein, selbst einige Bundesligisten können von so einer Zahl nur träumen. Die Fans helfen, wo sie nur können. Ein Beispiel, die Fananleihe Betze 1. Ihr Erspartes haben die Fans in den Verein gesteckt, insgesamt 6,5 Millionen Euro. Die Clubbosse haben versprochen, dieses Geld in das Nachwuchsleistungszentrum zu stecken. Wichtig ist hier zu wissen, auf den Nachwuchs ist man beim 1. FC Kaiserslautern richtig stolz, die Ausbildung ist eine riesengroße Stärke. Leute wie Kevin Trapp, Willi Orban oder auch Robin Koch sind dort ausgebildet worden. Sie zu verkaufen hat dem Verein mehrfach finanziell den Arsch gerettet. Ein Beispiel ist da total brutal.
Jean Zimmer verließ 2016 den Verein. Hätte der VfB Stuttgart nicht vorab die Ablöse von 2 Millionen Euro überwiesen, wäre der FCK angeblich pleite gewesen. Dann hätte er nämlich die Spielergehälter nicht mehr zahlen können. Das ist eine krasse Story, oder? Der Punkt ist, die Konkurrenz bei der Jugendausbildung wird immer größer. Andere Clubs ziehen nach und werden besser als der erste FC Kaiserslautern. Um weiter attraktiv für die besten Talente zu bleiben, muss investiert werden. Tja, aber haben denn die Bosse diese 6,5 Millionen Euro in das Nachwuchsleistungszentrum wirklich gesteckt? Jein, nur einen kleinen Teil davon. Das meiste wurde im Tagesgeschäft verbrannt, laufende Kosten damit bezahlt. Heißt im Klartext, die Fans wurden verarscht. Es gab riesigen Zoff und das zeigt ein grundsätzliches Problem. Die Altlasten drücken auf den Geldbeutel. Nachhaltig zu arbeiten ist kaum möglich. Finanzlöcher müssen immer wieder gestopft werden. Der FCK ist wie so ein riesiges Fass ohne Boden. Die Insolvenz hat sich also wirklich über mehrere Jahre angekündigt. Fehler Nummer 4, keine Kontinuität. Schuld daran ist tatsächlich die Vereinsführung. Um Erfolg zu haben, braucht es einen ganz klaren Plan, einen roten Faden. Aber genau das fehlt beim FCK seit einer Ewigkeit. In den letzten 20 Jahren gab es 18 verschiedene Cheftrainer plus einige Interimstrainer. Jeder hatte eine andere Philosophie, einen anderen Spielstil, eine echte FCK-DNA. War dann nie zu erkennen. Auch im Kader gab es sehr viele Veränderungen. Hervorheben will ich da jetzt einfach mal die Ära Stefan Kunz. Von 2008 bis 2016 saß er als Vorstandschef im Verein. Über 100 Spielerneuzugänge gab es in der Zeit. Jedes Jahr stand gefühlt eine komplett neue Mannschaft auf dem Platz. So viele Umbrüche sind nicht gesund. Der Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams ist so unmöglich. Der FCK entwickelte sich also zu einer typischen Fahrstuhlmannschaft. Sprich, es gab einen Auf- und einen Abstieg. Und irgendwann hing man dann in der zweiten Bundesliga fest. Tja, finanziell konnte man sich nicht jeden Transfer leisten. Die Lösung? Ja, mei, einfach einen Kredit aufnehmen. Das Unternehmen Quadrex stellte immer wieder Geld zur Verfügung. Und diese Deals hatten es wirklich in sich. Hohe Zinsen plus eine Erfolgsbeteiligung, sprich bei einem Aufstieg zum Beispiel hätte Quadrex einen Teil des TV-Geldes erhalten. Tja, und was hat der FCK mit diesem Geld gemacht? Achtung Spoiler, es wurde größtenteils verbrannt. Ein Beispiel, Mensur Mucakam, ein Außenverteidiger und Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina. Eine Woche trainierte er beim FCK und zack, verletzte er sich am Knie. Das Karriereende. Ein Jahr lang bezahlte man sein Gehalt, aber kein einziges Spiel machte er für den ersten FC Kaiserslautern. Großes Pech, keine Frage. Ja, bis heute schuldet der FCK allein Quadrex rund 10 Millionen Euro. Das Geld hat man nicht sinnvoll investiert. Sportliche Fehlentscheidungen haben dem Verein wirklich das Genick gebrochen. Und das badet man seit Jahren aus. Ehrlich Leute, der Absturz in die dritte Liga hat sich wirklich lange Zeit angedeutet. Jeder in Fußball-Deutschland hat das kommen sehen, außer ja, die FCK-Bosse. Für sie kam dieser Abstieg anscheinend wirklich aus dem Nichts. Das zeigt ein Fakt. Fast kein Spieler hatte einen Vertrag für die dritte Liga. Als ich das hörte, blieb mir wirklich die Spucke weg. Die Folge, 20 Spieler gingen ablösefrei. Leute wie Sebastian Andersson, der aktuell bei Union Berlin in der Bundesliga kickt. Oder Eigengewächs Nils Seufert, der mit Arminia Bielefeld gerade in die Bundesliga aufgestiegen ist. Hey Leute, diese Transfereinnahmen hätte der FCK in der Situation brutal dringend gebraucht. Und wieso ist das Geld dem Verein durch die Lappen gegangen? Ja, ganz simpel. Weil die Bosse über Jahre hinweg gepfuscht haben. Man hat sich selbst Steine in den Weg gelegt. Jetzt hängt der erste FC Kaiserslautern in der dritten Liga fest. Jedes Jahr schreibt man tiefrote Zahlen. Und so hart es klingt, mit Vollgas wurde dieser Verein gegen die Wand gefahren. So, jetzt ist die Insolvenz Realität. Schulden in Höhe von ca. 24 Millionen Euro plagen den FCK und die kann man nicht mehr bezahlen. So blöd es klingt, aus Sicht des Clubs ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt. Lass mich das mal kurz erklären. Bei einer Insolvenz zieht der DFB eigentlich 9 Punkte ab. Die Tabelle in der dritten Liga ist extrem eng. Mit einem Punktabzug würde der FCK tief in den Abstiegskampf rutschen und der Absturz in die Regionalliga wäre vielleicht sogar der Tod des Vereins. Aber wegen der Corona-Krise verzichtet aktuell der DFB auf diese Strafe. Und da muss man einfach sagen, Glück gehabt. Stand jetzt bleibt also der erste FC Kaiserslautern in der dritten Liga. Die Insolvenz ist tatsächlich eine riesengroße Chance für den Verein. Die Clubbosse setzen sich jetzt mit den Gläubigern an einen Tisch und verhandeln. A, was kann man zahlen? Und B, was kann man denn nicht mehr bezahlen? Das heißt Schuldenschnitt. Am Ende hat dann der FCK keine Verbindlichkeiten mehr und alles beginnt wieder bei Null. Der Neustart ist alternativlos. Seit Jahren sucht der FCK einen Investor. Grundsätzlich ist der Verein ja total interessant. Ein großer Name, viel Tradition, eine große und treue Fanbase. Die Strahlkraft ist also riesig. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Leute, die Interesse hatten, aber keiner wollte eben diese Altlasten bezahlen. Die Hürde ist jetzt bald weg und das wird dem FCK definitiv helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Investor steht wohl schon in den Startlöchern. 20 bis 25 Millionen Euro könnten dann sofort in den ersten FC Kaiserslautern fließen. Es heißt, ein Sportaffin
raffiner deutscher Geschäftsmann, der im Ausland lebt, soll Interesse haben. Die Spur führt da nach Dubai. Im deutschen Fußball hat er angeblich noch nichts gemacht, aber Aufsichtsratsboss Jörg Wilhelm sagt, Zitat, er hat ein sehr hohes Interesse am Nachwuchsleistungszentrum und an der Jugendarbeit. Und was wichtig ist, er hat ein sportliches Konzept. Interessant daran ist, dieses Konzept soll woanders schon erfolgreich geklappt haben. Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Klar sollte aber auch sein, ein Investor will wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Und mit Sicherheit will er auch Macht bzw. mitreden. Logisch, sonst wird das Geld mal wieder, ja, verbrannt. Wir kennen die Geschichte des ersten FC Kaiserslautern. Intern müssen also alle an einem Strang ziehen, sonst wird es wieder Chaos geben und so natürlich dann auch keinen Erfolg. Egal, wer am Ende der neue Investor wird, eine Sache steht mit Sicherheit ganz weit oben auf der To-Do-Liste und zwar, das Fritz-Walter-Stadion muss gekauft werden. Die Fixkosten sind so hoch, das drückt auf den Geldbeutel und das Geld, das jetzt in die Pacht fließt, kann dann in den Kader investiert werden. Frage an euch, glaubt ihr, dass der 1. FC Kaiserslautern zurück zu alter Stärke findet? Oder wo seht ihr ihn überhaupt in ein paar Jahren? Schreibt mir da gerne eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich bin relativ optimistisch und ich glaube, ja, der FCK ist unzerstörbar. Jetzt habe ich noch ein Video aus dem Funknetzwerk für euch, weil Lulis hat über die Randale in Stuttgart geredet. Zieht es euch gerne mal rein, hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.